Hey, will der mich trollen? Wo ist denn der? Der ist unter uns, oder? Ausnahmsweise nehmen wir jetzt mal einen fest. Ich wollte ihn jetzt nicht töten. Das ist meine Sympathie zu Glatzenträger. Hier gibt's Marihuana. Oh, 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 hier gibt's aber viele Mitarbeiter in der Marihuana-Plantage. Oh, den müssen wir... Ah, das ist der Bulle. Hier noch irgendwie was? Das muss scannen können, ne? Aber hier gibt es eine Ladung, die wir scannen können. Pflanzen, das Einzige, wozu die gut sind, ist Rauchen und Essen. Oh, Pflanzen, das Einzige, wozu die gut sind, Rauchen und Essen. Ja, was denn sonst? Wir machen doch gar nichts. Halt's Maul. Schrei nicht so laut. Die verhaften wir jetzt alle. Es gibt Erfahrung. Lisa, Lisa, Lisa. Das sind aber nette Knospen. Und Susan, schau mal einer an. Wirklich bildhübsch. Das sieht mir nicht. Katie, wenn du dich gut, noch ein bisschen ich soll ihn nämlich auch nicht. Mit den anderen mithalten und Carol. Halt! Keine Bewegung! Wir können aber auch mal einen tasern. Da hätte ich jetzt auch Bock zu. Tasern gibt nämlich immer noch mehr Punkte als erschießen. So, den müssen wir tasern hier. Nur das Piepsen ist ein bisschen komisch. Oh, oh, Leute, jetzt wird's kritisch. Okay, wo sind die anderen zwei? Was scheiße? Dich musste ich töten. Du warst zu laut. Tut mir leid. Nicht. Ach, guck an. Du hier? Und jetzt? Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die Scheißwaffe runter! Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ, greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hin wollen. Was zur Hölle, Bruder? What the fuck? Nichts, hier ist alles okay. Stopp, so kannst du mich nicht mehr festnehmen. Jetzt müssen wir auch noch mit dem zusammenarbeiten.
Ich will mal eine Handgranate, Digga. Geh halt vorne weg. Du bist wie die Tussi, die ist mir auch die ganze Zeit reingerannt. Ich muss den Schalter einfach runter machen. Mir gefällt der Sound nicht von der Waffe. Wo? So, Moment. Ich muss kurz den Schalter einfach runter nehmen. So, Mündungsschalter einfach runter. Machen wir einen Kompensator drauf. Der Kompensator, der verhindert nämlich die Rückstöße. Hört sich immer noch so scheiße an. Wie viele Knarre, die richtig Krach macht hier? Machen wir den Kompensator auch weg. Standardlauf. Oh, ich habe es bei der Pistole gemacht. So ein Fail. Das war ein Fail. So. So. So, jetzt knallt die wenigstens ein bisschen. Shepard zwar immer noch ein bisschen so blöd, aber... So, jetzt was lustiger. Wir müssen dann um. Wie komme ich da rüber? Digga, hier können wir nicht lang. Ja, hier. Zum Wagen gelangen. Okay, muss ich der ganze Weg so raus, wie ich reinkommen bin? Nein, kann hier das Tor öffnen. So, wir händ's. Ach ja, Tage in Miami, herrlich. Kai, wo bist du? Tom, komm. Du bist an der Mord. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die... Oh, fuck. Kai? Komm her, sofort. Kai, ich glaube, die braucht Verstärkung. Egal, Mann, ich nehm dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Los jetzt, lass mal wagen. Korruptes Bullenschwein. Wir dürfen nie selber fahren. Sondern der Kack. Wie lange mit so einem Auto rumdüsen? Naja, halb so wild. Am 14.04. kommt endlich dann nochmal GTA für PC raus. Und da können wir genug rumdüsen dann. Just cruising. Ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Muss ich jetzt mit dem Zammer? Ich will nicht mit dem Zammer. Oh. Den können wir scannen hier. Der wird gesucht. Wir sind Martin, in der Nähe ist eine Verdachtsperson. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Was laberst du, Digga? Dir hört kein Mensch zu. Weh, du tötest... Oh. Den habe ich gar nicht gesehen auf meinem Scanner. Aber den nehmen wir mal fest. Halt! Polizei! Okay, Mann. Kein Problem. Da ist nochmal einer. Sollen wir den killen? Nee, machen wir nicht. Scheiße. Boah, da läuft auch nochmal einer. Ich hab da was gesehen. Alarmanlage mal auf. Die müssen wir auch deaktivieren. Oder die Lautsprecher kaputt machen. Da hat sich was bewegt.
muss da hoch, den einen da festnehmen. Boah, das war knapp, Alter. Ich wollte mit dem Stock erschlagen, aber... Experte Level 8. Neue Handfeuerwaffen freigeschaltet. Ich glaube, da war einer. Hier ist irgendwo einer. Digga, nimm ihn doch fest, der rennt direkt neben dem. Hände hoch! Was? Polizei! Okay, Mann. Den nehmen wir mal als erstes da. Oh, da scheint nur ein Dritter. Ja gut, dass du auch mal was machst, weil ich hab grad nämlich gedacht, da ist nur ein Dritter. Verstanden, 13. Verstärkung tritt gleich ein. So, jetzt wie kommen wir da rein? Müssen wir erst alle? Ah ne. Okay. Wie sieht's aus? Boah. Das ist nicht viele, du hattest recht. Macht nichts, die holen uns. Halt, ich glaube, mit dir rede ich nicht. Boah. Hey, da gibt's richtig viel zu tun. Kai, ich höre dich nur ganz leise. Oh, ich habe keinen Schalldämpfer mal drauf. Vielleicht fischt es ja jetzt mein Kollege. Ich knall alle ab. Außer den einen, der für den kriegen wir wieder 1000 Points. Den da hinten. Den holen wir uns jetzt. Den krallen wir uns jetzt. Ich sehe ihn. What? Okay, ganz ruhig. So, mein Freund, für dich gibt's nämlich 1000 Punkte. So, und die andere können wir jetzt eiskalt über den Haufen knallen. Als Maul, wir brauchen auch keine mehr. Was schießt denn du jetzt da rum? Der einzige korrupte Kopf in der Stadt. Nein, aber der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ja, red einfach weiter, Snowdart. So. Brecheis hier raus und ab geht er. Baby, du leckst. Ich weiß, was sie sagt. Nee, weiß nicht, was sie sagt. Oh, die liefert sich aber übelste Schießerei. Los raus, muss ihre Hilfe. Muss meiner Prinzessin zur Hilfe kommen. Los! Ja, es scheint sehr beliebt zu sein. Okay, wird erledigt.
Digga, ich seh den gar nicht. Ja, ich auch. Ja, ich bin unterwegs. Brandsatz! Wo ist sie denn? Das Ding auf. Hat sie das Ledermäntel auspackt, hä? Ja, doch. Das ist unterwegs. Wir sollten ihn im Hof treffen. Gut. Dann verhaften wir Stoddard. Wow, 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 wow. Da kommen mehr Leute von uns. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Oh, hörst du das nicht? Vielleicht braucht ihr mich. Oha. Oh, ich hab noch einen Kopfschuss verpasst. Habt ihr das gesehen? Hat zwar nichts mehr gebracht. Halt's Maul und geh aus dem Weg, du Affe. Ist doch fast schon poetisch, oder? Ja, gewöhn dich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienst. Ich bin immer der Türöffner. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Was war denn das jetzt? Leck mich am Arsch, was geht denn ab? Den hab ich ja gar nicht gesehen, einer den Mörd. Ja, durchschießen, ne? Nur noch einer, oder? Geht's da runter, macht den frisch. Bisschen scheiße mit der Knarre, hä? Aber ich kann kaum laufen wegen dem Wind. Keine Munition mehr. Kein Muni dabei. Ach egal, wir gehen weiter. Was ist mit dir? Du läufst so komisch. What the fuck, was war das? Was ist los, Schnecke? Hast du irgendwas gerochen? Irgendwas gesehen? Du bist ja gar kein Hund. Guck mal, da reißt die Reife ab. Da kommt's B. Boah, boah. Das grenzt ja schon an eine Apokalypse hier. Kann ich jetzt so vor oder fliegt jetzt noch mehr da runter? Ich komme kaum vorwärts. Boah. Wisst ihr, da wäre ich nicht erschossen, sondern da wäre ich von irgendwelchen Buchstaben erschlagen. Los. Zu Dors gelangen. Einsatzziel abgeschlossen. Jo. Also Nick. Boah. Das hätte ich uns gar nicht zutraut.
Du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Mendoza, es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Wer begann den Drogenkrieg? Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war? Bis auf seiner, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Ich trau dem das. Zack. Was zum... Hey, Nick. Ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Leck mich doch. Nick, lass es. Oh. Kai. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau 33.000 Dollar. Exakt die Summe, die Nels zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du hältst dich ja für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Mies. Jetzt sind wir am Arsch. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Punkt, wo wir in den Knast kommen.